In diesem Video zeigen wir dir, wie du die TOTS Moments Karte von Boga einfacher bekommen kannst. Die Karte hat zwar nur 3 Sterne Skills und ebenfalls nur 3 Sterne schwacher Fuß, ist dafür aber extrem beweglich und schnell. Da du alle Aufgaben in Score Battles machen kannst, empfehlen wir dir, die Karte auf jeden Fall zu machen. Als Schwierigkeit musst du Weltklasse einstellen, um alle Aufgaben zu schaffen. Wie du generell einfacher in Score Battles gewinnen kannst und Tore erzielst, erfährst du in dem Video in der Infobox. Nur bei der letzten Aufgabe musst du das Spiel am Ende gewinnen. Daher empfehlen wir dir, mit dieser Aufgabe zu beginnen. Hierbei musst du in 6 Siegen mit Spielern der Elfenbeinküste ein Tor und eine Vorlage machen. Das kannst du schon bei einem Tor schaffen. Hier siehst du verschiedene Spieler aus der Elfenbeinküste, mit denen du die Aufgabe machen kannst. Wenn du die erste Aufgabe gemacht hast, kannst du die dritte und erste zusammen machen. Hierbei musst du für die dritte Aufgabe mit Serie A Mittelfeldspielern ein Tor per Flanke vorbereiten. Der Spieler muss hierbei mindestens 3 Sterne Skills haben. Für die erste Aufgabe darf der Spieler nur maximal 3 Sterne bei Weakfoot und Skills haben. Um diese beiden Aufgaben also zusammen zu schaffen, brauchst du einen Spieler mit genau 3 Sterne Skills und maximal 3 Sterne Weakfoot, und mit diesem musst du eine Flanke machen. Für diese 2 Aufgaben kannst du folgende Spieler einwechseln. Gervinho aus dem ersten Team kannst du jedoch drin lassen, mit ihm schaffst du nämlich alle Aufgaben. Wenn du die zweite Aufgabe nicht schon zufällig nebenbei geschafft hast, kannst du das ganz locker danach noch versuchen. Wie du am einfachsten ein Tor außerhalb des 16ers erzielst, erfährst du in unserem Video in der Infobox. Wir hoffen, das Video hat dir geholfen. Lass jetzt gerne ein Like und ein Abo da.